Also YPD ist für mich ein großartiges Instrument, die Jugendlichen herauszufischen, die wirklich etwas werden wollen. Der Bewerbungsprozess ist nicht einfach, aber es bewerben sich so viele gute Jugendliche, dass sich nur die Besten dabei durchsetzen. Und das ist für uns wieder ein Garant, für unser Unternehmen die Besten zu bekommen. YPD ist ein großartiger Filter, um die Besten der Besten zu finden, weil bestimmte Kriterien, die objektivierbar sind, angelegt werden. Und darauf legen wir bei der Presse auch besonderen Wert. Ich habe als junger Mensch absolut versucht, über YPD ein Praktikum zu bekommen, weil wir alle wissen, dass Praktikaplätze rar gesät sind, nicht so leicht zu bekommen sind. Und YPD ist eine Riesenmöglichkeit für die jungen Menschen, einen Praktikaplatz auch zu kriegen. Ich denke, YPD ist ein unglaublich professioneller Prozess. Die ganze Abwicklung ist höchst professionell und exzellent gemanagt und für uns daher die Garantie dafür, auch wirklich die Besten und die Richtigen zu finden. Die Salzburger Nachrichten haben sich für YPD entschieden, weil da nicht nur die drankommen, die die besten Beziehungen haben, sondern diejenigen, die auch tatsächlich die Besten sind. Zum einen mal sprechen wir einen großen Kreis an möglichen Kandidaten an und diese harten Tests, diese harten Bewährungsproben, die diese Kandidaten durchmachen müssen, stellen sicher, dass sie dann auch unseren Anforderungen, und die sind auch sehr groß, sehr stark, dann auch entsprechend abdecken können. Den Ansatz, den YPD macht, über das Internet Menschen erstmal zu informieren, zu begeistern, aber dann auch natürlich in die Realität zu holen, der gefällt uns sehr gut. Die YPD-Challenge ist ein wichtiges Filter, die Motiviertesten zu finden, weil wir ja nur den Motiviertesten und Tüchtigsten die Chance geben wollen. Und daher setzen wir auf YPD und auf die Expertise dieser Leute, die dann letztlich die Entscheidung treffen, große Hoffnung, und wir sind sicher, die Besten zu finden und freuen uns auf diese. Wir sind uns sicher, dass der Vorselektionsprozess im Rahmen der YPD-Challenge schon eine wesentliche Vorselektion getroffen hat und dadurch wir also die Besten bekommen. YPD und alles, was dahinter steckt, hat uns von Anfang an sofort positiv angesprochen, weil es passt super zu uns. Die Erfahrung, die wir im letzten Jahr mit den beiden Kollegen gemacht haben, war eine höchst positive und hat auch dazu beigetragen, vielen Kolleginnen und Kollegen im Haus wieder mal ins Bewusstsein zu rufen und die Gewissheit zu erneuern, welch spannendes Feld wir bearbeiten und welche Dynamik in unserem Unternehmen und in unseren Produkten eigentlich liegt. Die Damen und Herren der letzten Jahren haben sich bei uns wohlgefühlt und wir haben uns mit ihnen wohlgefühlt. Ö3 ist jetzt schon seit Anfang an bei der YPD-Challenge dabei. Die Gründe sind, wir brauchen die besten Nachwuchskräfte. Wir brauchen interessierte, engagierte, neugierige junge Menschen. Grundsätzlich sind sicher Kandidatinnen und Kandidaten der YPD-Challenge engagierter, weil sie sich schon einmal etwas überlegt haben, überhaupt teilzunehmen, mitzumachen. Sie haben Ehrgeiz und sie sind auch gewohnt, im Team zu arbeiten, sonst kommen sie nicht zum Ergebnis. Jeder, der bei einem Wettbewerb teilnimmt, das ist wie bei einem Hochspringer, der bei einem Wettbewerb teilnimmt, der wird besser sein als einer, der nie sich bei einem Wettbewerb misst mit anderen. Deswegen glaube ich, dass YPD schon eine tolle Geschichte ist, um auch kennenzulernen, wie es dann abläuft. Weil man steht in einer Konkurrenz, wenn man eine Führungskraft sein will, und das wird hier, glaube ich, sehr gut von Anfang an mitgeteilt oder unterschwellig läuft das mit. Red Bull hat sich für die YPD-Challenge wieder entschieden, weil wir ganz einfach die Jugend fördern wollen.